3:0. Du musst erst mal lernen, wie man zielt. Pass mal auf. Los, versuch's mal. Na, du Weiberheld. Was hast du da gesagt? Du Weiberheld, habe ich gesagt. So, ich hätte gehofft, dass ich mich verhört habe. Zu blöd, dass es so heiß ist, sonst würdest du gleich Dresche beziehen. Versuch's doch mal. Ich könnte dir ja ein Stück Eis auf die Stirn legen. Hinterher, wenn du dann noch am Leben bist. Wir werden die Sache heute Abend austragen. Und darum gehst du jetzt besser nach Hause und bereitest deine Mutter schon darauf vor. Komm. Na, der fällt vielleicht auf die Nase. Na klar. Wer sind deine Sekundanten? Jonte und Benka. Das sind meine. Was nehmen wir für Waffen? Die Fäuste. Was anderes brauchen wir nicht. Können wir dann anfangen? Klar. Bist du auch so weit? Ja. Die Sekundanten verlassen jetzt den Ring. Es geht los! Beleidigung gilt als abgewaschen. Aber morgen werde ich dich beleidigen. Da können wir gern wieder weitermachen. Das heißt, es herrscht Krieg zwischen der Weißen und der Roten Rose. Ja, das bedeutet den Kriegszustand zwischen der Weißen und der Roten Rose. Und tausend und abertausende Seelen werden jetzt zur Hölle fahren und vom Tod verschlungen werden. Tschüss. Der Schiedsrichter war parteiisch. Eigentlich hätten wir gewinnen müssen. Wart nur ab. Morgen ist auch noch ein Tag. Hast du dich verletzt? Ach, das ist doch nur Dreck. Tschüss. Tschüss. Hey, Kalle, wohin gehst du jetzt? Ich kaufe mir eine Zeitung für meine Mutter. Hallo, Kalle. Gibt's was Neues? Stockholmer, hm? Aus Stockholm, stimmt. Ach, Onkel Björk. Ja? Wenn man der Meinung ist, dass ein Mensch ein Schuft ist, was soll man dann machen? Man verpasst ihm eine Tracht Prügel. Nein, das geht nicht. Ich meine, wenn er wirklich was verbrochen hat. Dann muss man dafür sorgen, dass er verhaftet wird. Aber wenn man nun für seine Vermutung keine Beweise hat. Dann muss man sich diese Beweise beschaffen. Man muss ihn beschatten. Aha. Man braucht sicher auch Fingerabdrücke. Ich glaube schon. Dann fangen wir mal an. Können Sie mir sagen, ob ein gewisser Herr Brane in Ihrem Hotel wohnt? Ena Brane. Brane? Nein. Und das können Sie mit absoluter Sicherheit sagen. Ich bin völlig sicher. Haben Sie vielleicht einen Gast, der Ena Andersson heißt? Nein, bei uns wohnt auch kein Herr mit diesem Namen. Wirklich nicht? Gibt es vielleicht noch ein anderes Hotel in dieser Stadt? Nein. Sie haben Nummer 24, es ist aber noch nicht ganz hergerichtet. Wenn ich also die Herren bitten dürfte, noch einen Augenblick hier unten Platz zu nehmen, was möchtest du haben? Ein Afternblatt. Danke. Es gibt gar keinen Zweifel. Erst hier in der Stadt, wir haben schließlich Beweise dafür. Ich habe selbst den Brief an Lula gelesen. Da stand schwarz auf weiß, dass er während der nächsten Zeit... Bitte, meine Herren, Ihr Zimmer ist jetzt... Dankeschön. Tore Krog, Stockholm. Ivar Redig, Stockholm.
Verdächtiges gefunden? Das ist reine Routine gewesen. Aha, ich verstehe schon. Wo ist dein Onkel Einar? Oben auf seinem Zimmer. Hat ihm deine Mutter das Schlafmittel gegeben? Schlafmittel? Aber was hat... Warum willst du wissen, weshalb... Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber irgendwie musst du versuchen, ihm das Zeug zu geben. Und wenn es nicht klappt, musst du mir Bescheid geben. Aber warum? Was hast du vor? Ich kann es dir im Augenblick noch nicht sagen, aber du musst mir unbedingt dabei helfen. Versuchen kann ich es ja mal. Na prima. Ach, sag mal, Mama, hat Onkel Engel das Schlafmittel bekommen, das du ihm heute Morgen versprochen hast? Oh, gut, dass du mich daran erinnert hast. Es liegt in meiner Nachttischschublade. Du kannst es holen und Onkel Engel geben. Gut. Wer ist da? Ich bin's. Ich bring das Schlafmittel, das dir Mutter versprochen hat. Danke, aber ich glaube nicht, dass ich es heute Abend brauche. Ist gut, aber... Ich lasse es hier auf dem Tisch stehen, falls du es doch noch brauchst. Ja, danke. Was ist denn mit dir? Wird's nicht langsam Zeit fürs Bett? Ich bin eigentlich noch gar nicht müde. Ich denke doch, dass du dich allmählich hinlegen solltest. Und vergiss nicht, das Fenster zu schließen, wegen der Mücken. Ja. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, mein Junge. Wie um alles in der Welt bist du denn jetzt noch auf? Ach, ich wollte Kalender etwas sagen. Das hebt dir lieber für morgen auf, er schläft sicher schon. Ja, aber... Also dann gute Nacht und schlaf gut. Danke gleichfalls.